Herzlich willkommen zu unserem spätvormittäglichen, mittäglichen Podiumspanel Thema Digitalisierung als Schlüsselfaktor nach der Pandemie. Wie kann Europa gestärkt aus der Krise hervorgehen im Rahmen der Agenda Europe 2035? In den letzten 15 Monaten war Europa unter Österreich zu Wort im Griff einer Pandemie, mit der zwar immer zu rechnen war, mit der aber leider niemand gerechnet hat. In Sachen Coronavirus sind wir derzeit offensichtlich halbwegs über den Berg. Das Schlimmste scheint hinter uns zu liegen. Ich betone das Wort scheinen. Man sollte sich angesichts der Mutationslust des Virus nie wirklich sicher sein. Wir haben in den 50 sportlichen Minuten und ein wunderbares Podium, das ich jetzt vorstellen darf. Sektionschefin Magistra Maria Ulmer. Sektion 1 Digitalisierung und E-Government im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Herzlich willkommen. Sektionschef Magister Harald Weiglein, Leiter der Sektion 3 Wirtschaftspolitik und Finanzmärkte im Bundesministerium für Finanzen. Herzlich willkommen, lieber Harald. Lieber Walter, schönen guten Tag. Sektionschef Magister Karl Hutter, Leiter Sektion 1 Sicherheitspolitik im Bundesministerium für Inneres. Herzlich willkommen. Willkommen, schönen Tag. Sektionschef Magister Elmar Pichel, Sektion 4 Universitäten und Fachhochschulen im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Herzlich willkommen, Elmar. Herzlich willkommen auch. Martin Hackl, Chief Digital Officer im Bundesministerium für Justiz, der kurzfristig seinen Sektionschef Pirker ersetzt hat. Vielen herzlichen Dank für die Flexibilität und herzlich willkommen. Vielen Dank, schönen guten Tag. Und last but not least, Sektionschef Magister Andreas Reichert, Sektion 4 Telekommunikation, Post- und Bergbau im Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus. Der Herr Reichert hat ein bisschen Leitungsprobleme. Wir hoffen, wir kriegen das im Laufe der Diskussion halbwegs in den Griff. Ganz kurz, in einer ersten Fragenrunde würde ich gerne auf die Erfahrungen und Lektionen der vergangenen 15 Monate zurückschauen. Die Digitalisierung galt von Anfang an als Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Bewältigung der Krise, nicht nur epidemiologisch und gesundheitlich, sondern auch wirtschaftlich, in Sachen Bildung etc. mehr. Ganz kurz eine kleine Rekapitulation Ihrer persönlichen Erfahrungen für Ihren zuständigen Bereich. Was hat gut funktioniert in dieser Pandemie mit Blick auf die Digitalisierung? Was hat nicht funktioniert und warum? Frau Magister Ulmer, ganz kurz, wie war das aus Ihrer Perspektive, die ja eher eine generalistische Perspektive aus Sicht des Wirtschaftsministeriums, Schwerpunkt Digitalisierung? Danke. Ich glaube, alle, die wir hier sitzen oder versammelt sind, haben das hautnah erlebt, dass dieser Strukturwandel in der Wirtschaft, aber auch in der Gesellschaft unheimlich beschleunigt stattgefunden hat. Es hat sich die Wirtschaft verändert, es hat sich die Arbeitswelt verändert und so, wie das aus unserer Perspektive ist und aus meiner persönlichen Sicht auch nachhaltig. Das heißt, es wird da kaum einen Weg zurückgeben, auch in der Art, wie wir arbeiten, aber auch wie wir produzieren. Und generell in Sachen, weil wir uns so sehr auf die Digitalisierung auch verlassen und gehofft haben. Wir hatten die Stop Corona App und. Wir haben in verschiedenen anderen Bereichen versucht, die Digitalisierung forciert zu nützen, darauf zu setzen. Das hat ehrlicherweise, sage ich jetzt als Journalist, nicht immer blendend funktioniert. Warum nicht? Naja, Digitalisierung ist eine Querschnittsfunktion. Das geht quer, nicht nur jetzt über alle Ressorts, auch über die Länder, über die Gemeinden. Das ist schon ganz schwierig gewesen. Ich muss sagen, wir haben uns bis 2019 am meisten mit der Sorge und der Angst beschäftigen müssen, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch der Bürgerinnen und Bürger, dass Digitalisierung eigentlich mit Jobverlust verbunden ist oder zumindest mit Kontaktverlust. Also auch hier musste man eigentlich umdenken. Und den Nutzen der Digitalisierung, den man jetzt nicht mehr erklären muss, das war damals noch ganz anders. Von behördlicher Seite haben wir wirklich viele Lessons learned. Ich glaube, über allem steht kooperatives Vorgehen zukünftig. Und das haben wir jetzt sicherlich, da haben wir sicherlich sehr viel dazu gelernt. Harald Weiglein, wie war das aus der Perspektive des Finanzministeriums?
Also bei uns hat das eigentlich überraschend gut funktioniert, wobei wir den Vorteil hatten, also vor allem in meiner Sektion, dass wir ja eine Sektion sind, die sehr viel reist. Ein Drittel meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist eigentlich permanent irgendwo in der Weltgeschichte, entweder Brüssel, Washington, Asien. Also bis zu einem gewissen Grad war dieses Teleworking schon im Alltagsbetrieb bei uns vorhanden. Durch Covid ist es dann auf die Spitze getrieben worden und wir haben halt dann ausprobiert, wie es zu 100% funktionieren kann. Und vielleicht auch aufgrund der Erfahrungen und der Übung hat das eigentlich sehr gut funktioniert. Die größten Probleme haben wir gehabt mit neuen Videokonferenzprogrammen, die nicht auf unsere Firewalls abgestimmt waren oder auch am Anfang Bandbreitenprobleme. Aber das waren die Hürden. Aber sonst eigentlich überraschend gut. Wenn ich Sie, dich schon dran habe, wir erleben auch einen Wechsel im quasi im persönlichen Konsumverhalten, auch in Verwendung von Geldmitteln, im Bezahlen. Das digitale Bezahlen ist ein Mega- und Meta-Trend, obwohl die Österreicher dem immer ein bisschen hinterherhinken, eine besondere Skepsis dem gegenüber haben. Ist das passé? Ist digitales Zahlen jetzt völlig akzeptiert und wird die Zukunft sein? Also die Statistiken, die ich kenne, die Notenbank könnte da wahrscheinlich noch ein bisschen besser Auskunft geben, die zeigen, dass eigentlich in den letzten Jahren schon der Trend zum kontaktlosen Bezahlen ständig zugenommen hat. Das stimmt, es gab da am Anfang große Skepsis, auch bezüglich der Sicherheit von solchen Zahlungsvorgängen, aber es wird immer beliebter und wird immer mehr verwendet. Ich meine, man muss beim Finanzbereich, glaube ich, eins mitbedenken. Finanzen oder das ganze Finanzwesen eignet sich natürlich hervorragend für Digitalisierung, weil eigentlich nichts da ortsgebunden sein muss. Im Prinzip brauche ich für die Arbeit einen Laptop, einen Internetanschluss und ein Telefon und ich kann von überall auf der Welt arbeiten. Zahlungsvorgänge können genauso funktionieren, weil es eben immer schon hauptsächlich um immaterielle Rechte gegangen ist und ob diese immateriellen Rechte jetzt irgendwo in Papierform festgehalten sind bei einem Depositar oder online verankert werden, das macht nicht so einen großen Unterschied. Mhm. Magister Karl Hutter aus dem Inneren Ministerium, wie schaut Ihre Bilanz der vergangenen 15 Monate aus, auch vor dem Hintergrund, dass wir vergangene Woche einen spektakulären Kriminalitätsklärungsfall gehabt haben mit der Operation Troja, wo ganz neue digitale Instrumente eingesetzt wurden zur Verbrechensbekämpfung der organisierten Kriminalität. Herr Hutter. Ja, vielen Dank für die Einladung. Also wir haben im letzten Jahr oder in den eineinhalb Jahren mehr oder minder am fahrenden Zug gelernt, weil viel Neuland beschritten wurde und es uns gezeigt hat, dass wie wichtig es ist, eigene Kernprozesse zu digitalisieren. Da sind wir auf gutem Weg. Die Pandemie hat uns aber auch gezeigt, wie wichtig es ist, dass eine Organisation wie das Innenministerium oder die Polizei, die man mit dem Innenministerium zwangsläufig verbindet, eine hohe Resilienz aufweist, weil wenn wir selbst nicht resilient sind, wie sollen wir diesen Staat sozusagen in der Resilienz unterstützen? Und der Staat funktioniert dann gut, wenn auch der Sicherheitsstandort funktioniert. Und das Dritte, das zeigt natürlich gerade dieser spektakuläre bei uns OK-Fall, also organisierte Kriminalität, wie wichtig es ist, wenn die Pandemie, wenn das Virus nicht an den Bundesgrenzen Halt macht, es tut auch die Kriminalität nicht. Und hier bedarf es nicht nur guter internationaler Kooperation, sondern auch der entsprechenden, des Nutzens der Chancen und Risiken der IKB mit allen Konsequenzen. Und der Erfolg zeigt, dass das möglich ist und dass wir da auf gutem Weg sind. Eine Erkenntnis etwa als Merkmal der Pandemie, wir haben 25% Zuwachsrate bei den Cyberdelikten, das im Wesentlichen auf Bestellbetrug sich zuspitzt, heißt, die Menschen haben sich in der Pandemie auch in ihrem Sozialverhalten oder im Kriminalitätsverhalten verändert. Mhm. Kaum ein anderer Bereich war so stark in Fokus in den vergangenen 15 Monaten wie das Bildungssystem. Sowohl Schulen wie Universitäten hatten einen wirklichen Belastungstest durchzustehen, sowohl was die Infrastruktur angeht, aber auch was die Manpower, die Qualifikation, die Ausrüstung angeht. Elmar Pichel,
Wie fällt die Bilanz 15 Monate Pandemie aus Sicht der Schulen, der Universitäten aus? Ja, danke Walter für die breite Frage in den Bildungsbereich hinein. Der ist groß von den Schulen bis zu den Universitäten. Ich glaube, generell kann man sagen, dass hier durch die Anstrengung aller Betroffenen, nämlich quasi auch auf der sozialen, auf der menschlichen Seite, die Erfolgsbilanz eine positive ist und dass wir die Pandemie gut durch sozusagen viel Anstrengung auch geschafft haben. Ich speziell kann natürlich stärker für die Universitäten und den Wissenschaftsbereich sprechen, als ein Sektor mit ungefähr 500.000 betroffenen Menschen. Und da hat man gesehen, dass Universitäten und Hochschulen Treiber und Gestalter der Digitalisierung sind. Wobei ich auf etwas hinweisen möchte, die Technologie zu haben, ist das eine. Und da haben wir ja nicht erst gestern damit begonnen, die Technologie an den Hochschulen und Universitäten zu implementieren oder zu entwickeln. Die Herausforderung der Pandemie hat gezeigt, dass die Digitalisierung letztendlich auch eine ganz starke soziale Dimension hat. Die Frage, wie bringt man die Technologien auch tatsächlich zur Anwendung? Wir haben am Ende des Tages eine positive Bilanz. Die digitalen Technologien konnten gut eingesetzt werden. Und wir haben auch sozusagen ein so intensives Studienjahr hinter uns mit gestiegenen prüfungsaktiven Studien, mit gestiegenen Abschlüssen an den Universitäten, dass es ganz genau hinzuschauen gilt, auch aus diesen Lektionen für die Zukunft zu lernen. Party streichen könnte man fast vermuten und das steigert die Abschlüsse im tertiären Sektor. Das ist aber natürlich total gemein, weil diese Form der sozialen Kontakte natürlich schon Relevanz haben, gerade für das Studentenleben. Martin Hackl aus dem Justizministerium. Kurzes kritisches Resümee. Was hat gut funktioniert? Was hat nicht so gut funktioniert? Was ja, was warum? Ja, also auch uns im Justizressort hat natürlich schon die ersten Monate nach Eintreten der Pandemie das Krisenmanagement schon sehr beschäftigt. Es gab natürlich sehr viele infrastrukturelle, logistische Fragen, die es noch ja, zu klären beziehungsweise auch nachzubessern gab. Aber mit Fortdauer, und ich denke, das ist ja auch ein zentraler Aspekt in den bisherigen Wortmeldungen, war natürlich Digitalisierung die Antwort, um auch hier ein Weiterarbeiten quasi im Rahmen der Pandemie möglich zu machen. Für uns war es dann schon recht spannend auch, genau mit unter diesem Bild auch, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, dass wir auch in unserer laufenden Digitalisierungsinitiative, wo wir im Bereich der Gerichte und Staatsanwaltschaften eine vollständig digitale Aktenführung und Verfahrensführung einführen, gesehen haben, dass genau diese Gerichte und Staatsanwaltschaften, die hier bereits digital arbeiten, nahezu, ja, unbeschädigt durch die Pandemie gehen konnten, vollständig arbeitsfähig waren. Das hat natürlich einen ganz maßgeblichen Akzeptanzboost auch ausgelöst. Heute diskutieren wir viel weniger, ob jetzt gewisse digitale Abläufe und digitale Verfahren Sinn machen, sondern es ist einfach das Mittel, um hier wirklich auch Resilienz sicherzustellen. Und das ist schon das Positive, dass man das auch mitnehmen kann, wenn man schon was Positives überhaupt aus dieser gesamten Situation herausdeuten möchte. Und wie bestellt ist der Andreas Reichert jetzt zurück ins Bild gekommen? Herr Reichert, hören Sie mich? Leider nein. Dann gehen wir in die zweite Fragerunde hinein. Die EU baut ihre Hoffnung auf ein starkes Comeback nach dem historischen Einbruch auf einen 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds auf, der vornehmlich aus vergemeinschafteten Schulden und Kreditaufnahme finanziert wird. Rund 670 Milliarden dieser 750 Milliarden Euro werden vergeben an die Mitgliedstaaten unter der Bedingung, dass ich es herausbekomme, dass die Mittel sinnvoll verwendet werden. Sinnvoll heißt im Jahr 2021 entweder im Sinne von Klimaschutz oder der Digitalisierung. Und für beide hat die EU quasi die EU-Kommission zwei Benchmarks eingeleitet. Die Mittel müssen zu 37% für Klimaschutz und zu 20% für Digitalisierung eingesetzt werden. Österreich überbietet beide Mindestgrenzen zum Teil deutlich. 47% der eingemeldeten oder des Plans Österreichs werden für den Klimaschutz ausgegeben oder eingesetzt und 40%, also das Doppelte, für die Digitalisierung. Frau Magister Ulmer, können Sie uns ganz kurz die strategische Zielrichtung der österreichischen
Mitteleinsatzes. Das soll rund 3,3 Milliarden betragen, die Österreich aus diesem Topf bekommen soll. Was ist die grundsätzliche Philosophie? Was ist der Hebel, wo Österreich besonders ansetzt? Also der Comeback-Plan, der hat einen ganz zentralen Schwerpunkt und das ist natürlich Ökologisierung und Digitalisierung. Dazu gehört auch der Themenkomplex Arbeit, die Leute wieder in die Beschäftigung bringen, die durch die Pandemie einen Jobverlust erlitten haben. Und die Klammer darüber ist natürlich auch diese Standortstärkung. Im Bereich Arbeit kennen wir die Herausforderungen, das ist ganz klar. Letztendlich geht es darum, im Mittelpunkt steht meiner Meinung nach sicherlich die Qualifizierung. Digitale Kompetenzen auszubauen, ist so eines dieser Hebel, die am stärksten greifen werden. Wir haben ja bei einer Umfrage, Ende 2019, also kurz vor der Corona-Pandemie, veröffentlicht wurde, das Ergebnis gehabt, dass die Unternehmen Digitalisierung eigentlich gar nicht als wichtig erachtet haben und haben auch wirklich keinen Vorteil oder Nutzen gesehen. Auf diese geänderte Situation kann man aber jetzt aufbauen und da ist eben mit dieser Qualifizierungsoffensive sicherlich ein großer Schritt. Das heißt, es wird neue Förderformate geben, da gibt es digitale Skills-Checks, es wird Innovation-Camps geben und diese KMU-Digital-Initiative, so ein Förderschema, wo man Klein- und Mittelbetriebe besonders auch mit Beratungsleistungen unterstützt, das wird eine große Rolle spielen, sind erhöht worden. Das heißt, wir haben ja immerhin noch der Großteil der österreichischen Wirtschaft ist ja in KMU strukturiert. Das sind immer 99,6%. Das sollte man doch auch jedes Mal dazu sagen. Und die Hälfte dieser Betriebe oder fast die Hälfte dieser Betriebe, die haben eigentlich einen recht geringen Digitalisierungsgrad. Also hier einen Hebel anzusetzen, ist sicher wichtig. Lass uns mich kurz nachhaken, weil was die Pandemie schon auch gezeigt hat, ist, dass die öffentliche Hand ein Digitalisierungs-, ein Verknüpfungs-, ein Zusammenführung Problem hat, gerade von Daten. Wir haben das im Gesundheitsbereich gesehen, dass die verschiedenen Gebietskörperschaften einfach nicht über die Schnittstellen verfügen, sodass Dateninformationen verknüpft werden können und auch abgerufen werden können, um daraus dann quasi auch einen Mehrwert an Erkenntnis und strategischer Steuerung zu finden. Frau Ulmer, was will die Republik quasi in ihrem eigenen Bereich, Verwaltungsbereich machen, damit wir als Bürger voll auch von diesen Vorteilen der Digitalisierung profitieren können, gerade was das Vernetzen, das Zusammenführen von Datenströmen, das Herstellen von Schnittstellen angeht. Also ich möchte auch dazu noch sagen, die Gesundheitsdaten, die Sie da vorhin angesprochen haben, die gelten im Sinne des Datenschutzes als besondere Daten. Das heißt, die sind auch besonders schützenswert. Und das System, das wir da in Österreich haben, ist etwas, wo man sich schon darauf verlassen kann, dass der Datenschutz auch eingehalten wird. Das ist schon meiner Meinung nach sicherlich sehr zentral. Im E-Government an sich ist Österreich wirklich ein Vorreiter. Wir sind auf Platz 3 dieses E-Government-Benchmarks. Vor uns sind nur Malta und Estland, die eigentlich, sage ich einmal, eine überschaubare föderale Struktur haben. Da gelten wir in dieser Dachregion schon als der Vorreiter schlechthin. Und der Verkehr der österreichischen Bürgerinnen und Bürger mit der Verwaltung, das ist mit über 70% schon überdurchschnittlich hoch. Ganz generell wird natürlich jetzt auch mit dieser digitalen Dekade, die die EU da ins Leben gerufen hat für die nächsten 10 Jahre, die Kommission, einen Schwerpunkt gelegt auf Daten, auf Technologie und Infrastruktur. Wir haben digitale Aktionspläne in Österreich, das heißt Maßnahmen, die wir quer über die Verwaltung spannen. Wir haben auch dieses Once-Only-Prinzip, wo man E-Gründungen vornehmen kann. Das heißt, man kann eigentlich eine GmbH schon komplett online gründen. Also auch das ist schon etwas, das ein großer Vorteil ist. Es gibt dieses Once-Only-Prinzip, das ganz generell sagt, dass wir nicht immer die gleichen Daten einmelden müssen, sondern Online-Anträge sind bereits vorausgefüllt, dadurch schneller abwickelbar. Also das sind schon Riesenschritte. Wir haben eine E-Zustellung, quasi so behördliche Schreiben, die man in einem digitalen Postkorb abrufen kann. Es gibt auch derzeit die Ö-Cloud-Initiative, wo wir auch einen besseren Schutz für unseren Datenschatz zur Verfügung stellen wollen. Das ist auch alles in diesem Themenkomplex Datensouveränität gehandhabt und abgewickelt. Also es gibt schon relativ viele Initiativen quer über den Bund gespannt, wo die Verwaltung jetzt schon einen großen Schub auch erlebt. Harald Weiglein,
das Finanzministerium hat das Glück, das Privileg, quasi sehr viel tatsächlich ausschließlich vom Bund gemanagt wird und hat nicht die Herausforderung mit Gemeinden und Ländern da große Schnittstellenproblematiken zu haben. Wie schaut dieser Recovery Fund, die einsetzten Mittel, auch die Programme Österreichs in diesem Zweck aus Sicht des Finanzministeriums auf? Was wäre da am sinnvollsten als erstes anzugehen oder prioritär anzugehen? Naja, die Prioritäten sind ja nicht durch uns frei wählbar, sondern die sind ja vorgegeben aus dem europäischen Semester. Da gibt es eben diesen Prozess jedes Jahr, wo die Wirtschaftspolitik, die Fiskalpolitik eines Landes in der EU überprüft wird. Und aus diesem Prozess ergeben sich dann länderspezifische Empfehlungen. Und die Mittel, die wir verwenden, die sollten zur Erreichung der länderspezifischen Empfehlungen eingesetzt werden. Und das ist sozusagen der Prozess, wie er funktioniert. Und daraus leiten sich auch die Prioritäten ab. Also, aber da sind natürlich als überleitende Ziele, wie schon erwähnt, gerade jetzt nach der Pandemie, Sustainability, also Nachhaltigkeit und Digitalisierung, die großen Leitthemen, die über alles drüber strahlen. Ansonsten betreffen bei uns andere Empfehlungen auch so Dinge wie das Pensionssystem oder die Liberalisierung des Dienstleistungssektors. Das sind alles in gewisser Hinsicht Evergreens, die man schon seit Jahren diskutiert. Aber Jahrzehnte. Die aus bekannten Gründen nicht ganz einfach umzusetzen sind. Da stehen wir aber nicht allein. Da geht es anderen europäischen Ländern durchaus genauso wie uns. Mhm. Anders als Harald Weiglein hat Elmar Pickel jetzt nicht in deinem ureigensten Bereich der Hochschulpolitik, aber sehr wohl im Bereich der Schulen eine Schnittstellenproblematik mit den Ländern, was das Zusammenführen bringt. Aber ich möchte ihn da jetzt nicht zu sehr quasi auf dieses Schulthema festnageln. Aber Bildung, gerade der tertiäre Bereich, auch die Verknüpfung mit Europa, der Austausch mit Europa, das Zusammenführen der Prozesse. Was wird uns da die Zukunft bringen? Ja, ich meine, Europa hat natürlich für den Bildungsbereich und für den Hochschulbildungsbereich sicherlich zwei große Herausforderungen oder auch Chancen. Das eine ist natürlich immer wieder auch Kofinanzierungen für nationale Anstrengungen in der Digitalisierung. Davon haben wir jetzt auch schon einiges gehört. Das andere sind natürlich auch gesamteuropäische Anstrengungen im Strukturellen. Also viele sind zum Beispiel unterwegs als Erasmus-Studierende jetzt oder auch in der Vergangenheit. Die Idee, quasi Erasmus papierlos zu organisieren, ist eine große Idee in Europa, weniger Bürokratie. Oder auch die Idee eines europäischen digitalen Studierendenausweises ist etwas, woran derzeit gearbeitet wird, um zwei Aspekte aus dem Hochschulleben heraus zu nennen. Aber auch für die Forschung und für die Forschenden ist Europa einfach eine große, große, gute, positive Rahmenbedingung. Stichwort European Open Science Cloud. Das heißt, die Anstrengung aus Europa heraus, allen europäischen Forschenden Datenplattformen, Datenzugänge etc. zu ermöglichen, und zwar nicht nur die nationalen, sondern die Summe aus allen Mitgliedstaaten heraus und darüber auch noch sozusagen beyond Europe, das heißt über Europa hinaus. Das sind schon die Chancen von Europa, einfach nicht im Klein-Klein zu bleiben, sondern strukturell einfach größere Projekte anzugehen und größere Chancen zu entwickeln. In der Zugänglichkeit bei Daten, in der Nutzung von Instrumenten wie zum Beispiel einem europäischen Studierendenausweis, einfach so am Smartphone. Herr Magister Hutter, Innenministerium, Sie haben bereits schon angedeutet, quasi Resilienz, Widerstandsfähigkeit für die Institutionen der Republik, das Funktionieren der Republik sicherzustellen, ist eine zentrale Geschichte. Können wir vielleicht ein bisschen ins Detail gehen? Was sind da die zentralen Punkte, gerade was die Grundversorgungssicherheiten angeht? Das hat sich ja in den letzten Jahrzehnten, Jahren, muss man sagen, massiv verändert. Früher war es Wasser, Strom etc. etc. Jetzt sind es Leitungen, jetzt sind es Datenströme, die sichergestellt werden müssen, Sicherheitsgefühle, und zwar sowohl quasi zu sichern, dass man Zugang zu Dateninformationen hat, aber sie eben auch zu schützen vor dem Zugriff anderer, damit das Stichwort Datenschutz ist schon gefallen, individuelle Rechte. Wir erleben da jetzt unabhängig und aus Zufall quasi als Anlass des Untersuchungsausschusses eine Debatte auch über persönliche Rechte. Was sind aus Ihrer Sicht die zentralen Punkte, um Sicherheit quasi vor
vor kriminellem Zugriff zu schaffen, aber eben auch Verfügbarkeit in jeglicher Situation, nicht nur bei Blackout-Situationen. Ja, ich möchte die Frage noch erweitern. Was erwarten sich die Menschen in Österreich vom Sicherheitsdienstleister Nummer 1, von einem Unternehmen mit 40.000 Mitarbeitern und 1.100 Filialen in Österreich? Wir wollen das strategisch, wir gehen das strategisch an. Wir haben ein funktionierendes Risiko- und Sicherheitsmanagement, aber auch ein Business Continuity Management. Das heißt, wir haben eine strategische Vorgabe etwa in einem Programm, wie wir Blackout-Vorsorge vorsehen, damit eben der Staat funktionsfähig bleibt, wenn er mal 24 Stunden in einem Not- oder Kernbetrieb oder 72 Stunden oder länger kein Strom vorhanden ist. Wir haben eine Entschließung des Nationalrates vom Oktober 2020 folgend, arbeiten wir ganz intensiv an einer Rechtsgrundlage für ein Krisenmanagement, das natürlich eine breite Schnittstelle hat, jetzt in der europäischen Ebene, aber natürlich auch zu unseren Partnern in den Ländern. Also auch wir haben diese Schnittstellthematik, wo unter anderem ein Bundeslagezentrum dann vorgesehen werden wird, oder andere Dinge, die notwendig sind, um das auch das Funktionieren des Staates, der staatlichen Verwaltung dann letztlich möglich zu machen. Aber wir müssen auch unsere eigenen Hausaufgaben machen. Das ist auch eine Lehre aus der Pandemie, dass wir unsere eigene Sicherheitsverwaltung fit machen, damit sie auch an einem anderen Ort als nur an dem Arbeitsort arbeiten kann. Und auch da haben wir nachgerüstet. Ich habe jetzt vorher kurz den Magister Reichert wieder im Bild gesehen. Herr Reichert, sind Sie bei uns? Hören Sie uns? Ja, jetzt höre ich Sie, ja. Ja, wunderbar. Herzlich willkommen. Vielleicht ganz kurz. Wir sprechen über die Funktion des Wiederaufbaufonds mit EU-Mitteln. Sie sind in Ihrem Ministerium auch zuständig für eine technische Infrastruktur. Können Sie uns ganz kurz erläutern, was sind die dringendsten To-Do-Liste, die abgearbeitet müsste? Wo hat Österreich einen ordentlichen Aufholbedarf in der technischen Infrastrukturausstattung und was sich aus Ihrer Perspektive daraus ergibt? Ja, vielen Dank für die Frage. Zunächst Entschuldigung, dass ich vorher nicht anwesend war. Das Thema Infrastruktur und Resilienz habe ich da gerade eindeutig bewiesen, dass die Infrastruktur wieder passen und die Netzverbindung, nur die Endgeräte haben nicht mitgespielt, aber die Backup-Version übers Handy jetzt funktioniert. Und das die Österreicher sind ja hervorragende Improvisatoren und managen Krisen quasi aus dem Handgelenk heraus, spontan und effizient. Zur Frage. Klar, die Basis der Digitalisierung ist die Infrastruktur. Und hier ist in den letzten Jahren schon einiges passiert, aber wir sind nach wie vor, sage ich jetzt einmal, circa bei 50% des Weges, den wir bis 2030 hier noch gehen müssen. Wir haben in den letzten Jahren jetzt im Bereich der öffentlichen Hand Förderungen von rund 900 Millionen Euro im Rahmen der ersten Breitbandmilliarde einmal zugesagt, die sukzessive ausgebaut werden. Und wir lösen damit Investitionen von mehr als 2 Milliarden aus. Wir haben hier Gemeinden, die profitieren im Ausmaß von knapp 1300 von den 2100 österreichischen Gemeinden. Und mehr als 1 Million Bürgerinnen und Bürger profitieren von diesem Ausbau. Das heißt, da ist schon etwas im Gange. Aber natürlich, wir müssen uns immer vor Augen halten, der Infrastrukturausbau wird nicht vom Staat selber gemacht oder mit sehr wenigen Ausnahmen auf Länderebene, sondern wird von den Infrastrukturbetreibern unseres Landes gemacht. Und wir fördern dort, wo es kommerziell sonst keinen Ausbau gäbe. Und hierzu gibt es ein Fördersystem. Und das werden wir auch mit Hilfe des Recovery-Fonds weiter dotieren, um hier Ausschreibungen bis 2026 durchzuführen, mit dem Ziel, Gigabit-Ausbau bis 2030 auch wirklich zu erreichen. Und ich glaube, das ist der Schritt, der notwendig ist, damit der Wirtschaftsstandort Österreich auch
in den nächsten Jahren wirklich wettbewerbsfähig ist. Und da ist Glasfaser, wenn man so will, das Rückgrat. Am Ende gibt es dann auch mobile Anwendungen, 5G-Ausbau etc. Aber ohne ein großflächig ausgebautes Glasfasernetz werden die Technologien, die dann auch weiter 5G, 6G irgendwann zur Anwendung kommen, nicht möglich sein. Und das Glasfasernetz, das ist das, was früher der Schienenausbau war, Straßenausbau war. Das sind die Investitionen, die auch Jahrzehnte sozusagen werthaltig sein werden. Denn das Glasfaser wird man die nächsten 20, 30 Jahre mindestens auch weiter nutzen können, ähnlich wie ein Schienennetz. Welche Anwendungen, welche Technologien dann auf dem Glasfaser sozusagen auf dieser Basiskommunikationsinfrastruktur laufen werden, das wird sich ändern und das wird sich auch, wie die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, immer schneller ändern. Aber das Glasfaser als Rückgrat ist in Wirklichkeit das Blut, das durch die Adern fließt, das wird sich ein bisschen ändern. Aber die Adern selber, das Glasfasernetz, das brauchen wir und das werden wir sukzessive mit den Förderungen auch weiter ausbauen. Jetzt wissen wir ja, dass Geld nicht immer die alleinige Lösung für alles ist. Wir kennen die unendliche Geschichte der 380 kV-Volt-Leitung, um den Ring zu schließen in Österreich. Der hat Jahrzehnte gedauert. Meine Frage an Sie, Herr Reichert, ist es nur beim Ausbau der Glasfaserinfrastruktur eine Frage der Mittel, um das quasi gut und effizient und schnell über die Bühne zu bringen? Oder ist es auch eine Frage der Bewilligungen, der Administration, quasi der Umsetzung dieser Projekte, bis tatsächlich zur Schaufel und zum Bagger gegriffen werden kann, damit das auch gemacht wird? Wir kennen aus vielen Staaten die Geschichte, es ist nicht das Problem das Geld, das wäre es vorhanden und sei es, dass es von europäischer Ebene kommt, sondern quasi die Kapazität der Verwaltungen vor Ort, die es schaffen, Projekte den Gesetzen gemäß umzusetzen und auf den Boden zu bringen. Wie schaut das aus da? Also Glasfaserausbau ist, wenn man es physisch sieht, natürlich in erster Linie sind es Bauvorhaben, Bauprojekte, die durch die jeweils zuständigen Behörden auf Landes- oder beziehungsweise meistens sogar Gemeindeebene zu bewilligen sind. Und das dauert natürlich auch eine gewisse Zeit. Aber in der Regel ist das kein Showstopper. Das ist zum Glück nicht auch mit UVB-Prüfungen behaftet wie andere Infrastrukturprojekte, die wir ja kennen im Straßenschienenverkehr oder auch im Bereich des Stromausbaus. Das funktioniert in Wirklichkeit relativ gut, weil ja meistens auch die Gemeinden ein Interesse daran haben, dass auch wirklich in der Gemeinde flächendeckend hier das Glasfasernetz ausgerollt wird. In der Praxis spielen hier deshalb von meiner Warte aus die Kosten, die Finanzierung der Projekte die größte Rolle und man braucht eben auch die entsprechenden Infrastrukturbetreiber, die hier ausbauen oder zum Glück, und das ist eine Entwicklung der letzten Jahre, die wir sehr unterstützen, auch Landesgesellschaften oder Energieversorger, die hier auch Ausbauprojekte betreiben, die Open Access Netze bauen lassen, die dann verschiedenen Betreibern zur Verfügung gestellt werden. Und ich glaube, diese Konzepte sind einfach sehr wichtig, weil da auch wirklich die einzelnen Bundesländer dahinter stehen, die Landesgesellschaft, die einfach auch politisch hier unterstützt und sagt, in der Region, in dem Bezirk wollen wir ein Glasfasernetz schaffen und damit geht es in der Regel, was jetzt Genehmigungsprozesse betrifft, auch einfacher. Martin Hackl, gibt quasi eine große Fantasie, nämlich nicht nur dieser Republik, sondern generell den Menschen einen möglichst hürdenlosen Zugang zum Recht zu ermöglichen. Wir kennen alle, wie sehr auch Verwaltungs-, auch quasi Gerichtsverfahren durch die
Pandemie verzögert wurden. Es gibt ohnehin quasi ständig Berichte, Analysen quasi, wie überlastet die österreichische Justiz ist durch auch die Streitlust der Bürger und dass halt die Kultur ist, dass alles quasi vor Gericht ausgetragen werden muss, jeder kleine Nachbarschaftsstreit und nicht nur die politischen Auseinandersetzungen. Wird die Digitalisierung in Ihrem Bereich im Justizministerium hier ein Game Changer sein, was die Geschwindigkeit vom Zugang zum Recht und der Rechtsdurchsetzung hat? Es ist die Justiz nach wie vor sehr aktenlastig in physischer Form. Wie weit ist das Ministerium quasi im digitalen Akt, wenn es um quasi Privatprozesse etc. etc. geht? Und was ist hier die Perspektive? Und was kann der EU-Wiederaufbaufonds, hat der eine Auswirkung oder ist das eine rein nationale Geschichte? Ja, ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Vielen Dank. Gut so, trifft genau den Nagel auf den Kopf. Ja, wir sind natürlich sehr davon überzeugt, dass wir genau mit unseren Digitalisierungsprojekten hier auch den entsprechenden Mehrwert und die Verbesserungen schaffen können. Am Ende sehen wir hier drei große Bereiche. Das eine ist, wie vorhin schon und auch von Ihnen angesprochen, wir müssen und sind auch sehr gut dabei, nicht zuletzt aufgrund des Boostes jetzt mit der Pandemie, die Digitalisierung im Inneren der Justiz voranzutreiben. Wir haben, glaube ich, erst vor 2 Monaten den Meilenstein geschaffen, dass zivilrechtliche Verfahren an Landesgerichten ausschließlich nur noch, der Neuanfall digital geführt wird. Wenn man hier 2 Zahlen gegenüberstellt, am Beginn der Pandemie hat man die Zahl erst vor der heutigen Konferenz rausgesucht, haben wir an 19 Gerichten und am OGH digitale Zivilverfahren, oder OGH hat es nicht, aber an 19 Gerichten digital Zivilverfahren geführt. Stand Juni stehen wir bei 55 Gerichten, plus dann noch hinzukommen 6 Staatsanwaltschaften im staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren und die Generalprokuratur. Das heißt, wir sind hier wirklich sehr, sehr massiv dahinter, die Digitalisierung im Inneren in den Justizverfahren voranzutreiben. Und sind auch recht zuversichtlich, dass uns das in den nächsten 1, 2, 3 Jahren auch wirklich entsprechend gelingen wird, nicht nur im Zivilverfahren, sondern dann auch entsprechend im Strafverfahren vollständig digitale Verfahrensführung und halt auch Aktenführung sicherstellen zu können. Der zweite wichtige Aspekt, weil Sie auch angesprochen haben, den Zugang zum Recht, der ist natürlich, die Verfahrensführung hat ja keinen Selbstzweck in der Justiz. Deswegen haben wir auch im letzten Jahr, im November, die Plattform Justiz Online gelauncht, um sämtlichen Zugang oder den Zugang zu den gerichtlichen und staatsanwaltschaftlichen Verfahren über digitalen Weg zu öffnen. In Österreich, und darauf sind wir auch recht stolz im europäischen Kontext, haben wir bereits eine sehr, sehr lange Tradition mit dem elektronischen Rechtsverkehr, also in seinen Grundzügen aus 1990, 1989. Aber hier standen bisher immer natürlich berufsmäßige Parteienvertreter, Rechtsanwälte, Notare und Ähnliches im Vordergrund. Und die Pandemie hat schon sehr gut gezeigt, dass es auch Verfahrensbereiche gibt, wo verfahrensbeteiligte Bürgerinnen und Bürger direkt mit der Justiz interagieren. Und hier ist es einfach wichtig, hier auch einen digitalen Zugangskanal zu schaffen und diesen auch entsprechend bieten zu können. Und Justiz Online tut das, bietet nicht nur die Möglichkeit, Verfahrensstände abzufragen, sondern insbesondere bei den digital geführten Akten auch die völlig orts- und zeitunabhängige Möglichkeit, Akten in sich zu nehmen und auf gesicherten Weg auf diese Justizinformationen zugreifen zu können. Last not least, ein ganz wichtiger Aspekt, den wir schon auch sehen, wenn es um Verfahrensdauern geht, gerade auch im grenzüberschreitenden Bereich gibt es auch hier im Justizumfeld noch sehr, sehr viel zu tun. Es gibt mit E-Codex mittlerweile eine durchaus bewährte Plattform, die eben genau die grenzüberschreitende Kommunikation in Justizverfahren seit einigen Jahren bereits umsetzt. Natürlich gilt es hier nicht nur alle Mitgliedstaaten in Europa hier an diese Plattform anzubinden, sondern dann auch in den einzelnen Verfahrensarten hier entsprechend diese Kommunikationsplattform einzusetzen. Ein Beispiel hier auch daran knüpfen, an dem wir aktuell arbeiten, beispielsweise den Austausch von Beweismitteln im justiziellen Verfahren über diese E-Codex-Plattform ist ein ganz essentieller Aspekt, um hier auch entsprechend in Verfahren die Wartezeit und damit auch die Verfahrensdauer verkürzen zu können, um damit eben entsprechend auch eine Beschleunigung erzielen zu können. Herzlichen Dank. Wie kann Europa gestärkt aus der Krise hervorgehen mit der Schlüsselfaktor der Digitalisierung? Fragezeichen, so lautet unser Generalthema. Und zum Abschluss möchte ich gerne ein bisschen an Ihre Fantasie appellieren.
und zwar jedem kurz die Frage stellen, wenn er sich denn aussuchen könnte und er Herr seiner eigenen Möglichkeiten wäre, mit spezifischem Blick auf seinen Bereich und die europäische Dimension, welches eine Leuchtturmprojekt würden Sie aus Ihrer fachlichen Perspektive absolut prioritär setzen, sich wünschen und vielleicht kurz dazu sagen, ist das reine Fantasie oder hat es tatsächlich eine Chance, auch umgesetzt zu werden? Und als zweite Geschichte würde ich gerne Ihren fachlichen Hintergrund Sie bitten, den abzustreifen und dieselbe Frage zu beantworten aus der Perspektive des einfachen Bürgers. Was würde unser Leben denn am einfachsten erleichtern? Schlüsselfaktor Digitalisierung mit einer europäischen Perspektive. Ich beginne mit der Frau Ulmer, Frau Sektionschefin. Haben wir die Frau Ulmer verloren? Dann schauen wir, ob wir sie wiederbekommen. Und Magister Reichert hat das Privileg der ersten Antwort und verschafft den anderen so noch etwas Überlegenszeit. Also wir haben ja unsere Gigabit-Strategie bis 2030, wo wir alle mit Gigabit-fähigen Anschlüssen versorgen wollen. Wenn man träumen darf, natürlich in der Gegenwart schon flächendeckend diese gigabitfähigen Anschlüsse wären, glaube ich, sehr hilfreich. Dann ist auch Homeoffice, wenn Homeschooling gleichzeitig ist und wer spielen, streamen und arbeiten will in einem größeren Haushalt, das wäre dann kein Problem mehr. Und das fordert uns doch momentan sehr heraus. Und dazu die Voraussetzungen zu schaffen, desto schneller, desto besser. Und desto schneller wir das Ganze schaffen, umso wettbewerbsfähiger sind wir. Und wenn wir uns auch im Rahmen der Regierungsstrategie vorgenommen haben, zu einer der führenden Digitalisierungsnationen zu werden, dann ist jeder Schritt in diese Richtung, der schneller geht, ein willkommener und hilfreicher. Und Ihre persönlicher quasi als Staatsbürger, das deckt sich quasi, sind da eine Person, der Sektionschef und der Bürger, das ist ein und dasselbe. Ich ruhe da sehr in mir und bin da sehr ausgeglichen, also ich trenne das jetzt auch gar nicht. Ich glaube, das hilft mir als Andreas Reichert mit zwei Söhnen, die 16 und 18 sind und auch viel zu Hause waren, hilft es genauso, wie es dem Land helfen würde und deshalb, nein, ich trenne das gar nicht. Elmar Pichl hat nicht die Möglichkeit, sich quasi hier für die Universität was zu wünschen, weil er schließlich schon zu alt, um nochmal zu studieren, obwohl nicht auf dem dritten oder vierten Bildungsweg. Elmar Pichl, die Antwort. Also wir reformieren gerade die hochschulische Weiterbildung, deshalb würde ich das mit dem lebenslangen Lernen durchaus ernster nehmen in Zukunft als in der Vergangenheit. Zur Frage, Walter. Also wir haben mit Horizon Europe das größte Forschungsförderungsprogramm der Welt in Europa. Und wir haben mit der Idee und den Prototypen von European Universities, der Idee von wirklich aus Europa kommenden, sichtbaren, global agierenden und wettbewerbsstarken Universitäten eine Vision, an der in Europa gebaut wird. Darauf zu fokussieren und Horizon Europe zu nutzen, das wäre für mich so die sozusagen starke Vision, das Ziel, wo auch die Digitalisierung durchstarten kann. Zur zweiten Dimension sozusagen als einfacher Staatsbürger, da bin ich jetzt naiv und fordere sozusagen auch europäische Politik. Ich glaube, wir sind alle groß geworden in einem Europa, wo Grenzen abgeschafft worden sind. In den letzten Monaten haben wir neue Grenzen erlebt. Wenn die Digitalisierung etwas beisteuern kann, dass das in Zukunft nicht mehr vorkommen kann, dann wäre das eine großartige Leistung der Digitalisierung in Europa. Herzlichen Dank. Harald Weiglein. Also aus fachlicher Sicht würde ich sagen, das große Vorhaben, das eigentlich aus zwei Teilen besteht, ist die Vorteile des EU-Binnenmarkts wirklich im Finanzsektor zu nutzen. Und da brauchen wir eine echte Bankenunion und eine echte Kapitalmarktunion. Obwohl wir theoretisch ja hier einen Binnenmarkt schon haben sollten, haben wir ihn in der Praxis nicht. Also vor allem im Kapitalmarktbereich sind wir da aufgesplittet auf viele, viele kleine nationale Märkte. Und das schwächt uns, das schwächt auch die Refinanzierung der Wirtschaft, weil man braucht tiefe Kapitalpools, um zum Beispiel Innovationen über Kapitalmärkte finanzieren zu können. Und das ist natürlich umso wichtiger geworden durch Brexit. Wir haben leider das größte Finanzzentrum der Welt, das früher in der EU war, jetzt an außerhalb der EU verloren. Und das macht diese beiden Vorhaben
umso wichtiger. Der Finanzsektor ist ja extrem datengetrieben. Ja? Also das geht Hand in Hand mit Digitalisierung und dem Umfeld der Infrastruktur, die man dafür braucht. Und nur wenn man hier den großen Binnenmarkt auch nutzen kann, so wie das die Chinesen und die Amerikaner ja machen, kann man dann auch gewisse Anwendungen aus Big Data entwickeln. Auch da sind wir als Europäer derzeit noch ein bisschen hinten nach. Da gibt es jetzt dieses eine Vorhaben des European Data Space, wo man also genau diesen Binnenmarkt im Datenbereich schaffen will. Das sind ganz, ganz essentielle Vorhaben. Jetzt als Ich glaube, es ist immer ein bisschen gefährlich, wenn Sie Sektionschefs dann in einfache Bürger hineindenken. Ich muss das noch ein bisschen üben. Aber ich bin dann einfach wahrscheinlich sehr, sehr banal und bodenständig. Ich hätte gern, dass wenn ich von zu Hause teleworke und eine Arbeitsgruppe leite, dass ich dann nicht gerade während dieser Arbeitsgruppe einen Leitungsausfall habe, weil das ist immer ein bisschen peinlich. Und sozusagen, also da hänge ich jetzt meine Wünsche nicht allzu hoch, sondern es soll einfach funktionieren, wenn man es braucht. Das wäre schön. Das ist ja prinzipiell der Zugang des Bürgers zum Staat. Er soll funktionieren, wenn man ihn braucht. Dafür ist auch Herr Hutter von Relevanz. Wie schaut das bei Ihnen aus? Die Leuchtturmprojekte als Sektionschef und als Bürger mit Blick auf Europa. Also mit unserem Einblick gerade in den Cybercrime- und Cybersecurity-Bereich und mit Blick auf irgendwelche disruptiven Technologien sehen wir täglich die Abhängigkeit und Verletzbarkeit des Staates. Und wenn ich daran denke, dass mit Desinformation in sozialen Medien etwa Wahlen beeinflusst werden können und damit die Demokratie als solches gefährdet ist, wünsche ich mir, dass alle in Europa sicher im Konzert spielen als Arbeitstitel. Sicher, dass wir uns gerade wenn wir jetzt Netzwerk- und Informationssicherheitsrichtlinie oder Critical Entities neu verhandelt werden, dass wir da wirklich gemeinsam im Konzert spielen, damit wir Europa sicherer machen in diesem Bereich. Und weil wir beispielsweise mehrere hunderttausend Angriffe pro Monat auf unser System im BMI haben und das immer gewärtigen müssen. Als Staatsbürger, Karl Hutter, wünsche ich mir, dass wir die EID vorantreiben, weil das für mich als Bürger eine große Chance ist im digitalen Identitätsmanagement. Wenn ich etwa dann denke, dass vielleicht ein elektronischer Ausweis uns hilft, bald einmal Führerschein und Zulassungsschein zu ersetzen und das elektronisch anzubieten. Und da gilt es noch, viele, viele neue Tools zu bespielen, die uns dann das Leben jeden Tag leichter machen. Und auch hier gilt natürlich, nur wenn der Bürger das oder wenn ich das Vertrauen habe in diese staatlichen Institutionen und in diese Instrumente, dann wird das letztlich fliegen. Woraufhin Martin Hackl am Wort ist, Stichwort auch, quasi was die Wünsche von Karl Hutter angeht, hängt auch Vertrauen mit dem Zutrauen, dass die Daten auch gesichert sind, Datenschutz. Aber ich will Ihnen Ihre Antwort nicht vorwegnehmen. Wie schauen Ihre beiden Leuchtturmprojekte mit Blick auf Europa als Sektion, als Digital Officer und als Staatsbürger aus? Ja, also Sie haben ja eingangs schon auch gesagt, die Justiz wird ja doch mit, unter Anführungszeichen, auch Aktenbergen verbunden. Deswegen die Vision, glaube ich, ist schon die wirklich papieraktenlose Justiz, die es letztlich ja auch erlaubt, trotz aller Aspekte, die wir auch gehört haben im Bereich Cybersecurity und Risiken in diesem Bereich, die uns trotzdem erlaubt, gezielt da auch und Schutzmechanismen vorzusehen für unsere Akten. Auch wenn ich vorher recht, glaube ich, vielversprechend über die Perspektiven für Zivilstrafverfahren gesprochen habe, ist es schon so, dass wir knapp 70 verschiedene Verfahrensarten in der Justiz haben, wenn man in Pflegschafts-, Insolvenzbereich und so weiter gehen. Das heißt, für uns ist es schon nach wie vor eine relativ große Herausforderung, diese Digitalisierung dann auch wirklich zu Ende zu bringen, um dann vollständig digitale Verfahren, ausschließlich digitale Verfahren an den Gerichten und Staatsanwaltschaften zu haben. Aus Bürgerperspektive, wie gesagt, das Ganze hat keinen Selbstzweck, kann ich nur unterstreichen. Ich glaube, die EID ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei, denn wir sehen schon, dass auch die justiziellen Verfahren sehr stark einen grenzüberschreitenden Charakter immer wieder haben. Wir sind heute schon damit konfrontiert, Sachverständige aus Deutschland, aus anderen Mitgliedstaaten, die hier zugreifen wollen. Und das ist letztlich, glaube ich, auch der Aspekt, dass wir
hier verschiedene Kanäle und allen voran auch den digitalen Kanal zum Bürger hinbringen. Denn dann, glaube ich, können wir auch wirklich sagen, dass wir einen einfacheren Zugang zum Recht ermöglicht haben. Und ich glaube, das erwarten sich letztlich auch die Bürgerinnen und Bürger. Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass die Frau Magister Ulmer wieder bei uns ist. Sonst hätte ich jetzt abmoderieren müssen. Wir haben einen gewonnen mit dem Magister Reichert und haben eine verloren während dieser 50 Minuten. Ich weiß nicht, ob Sie die Frage mitbekommen haben. Es geht darum, ein persönliches quasi Leuchtturmprojekt aus der fachlichen Sicht und aus Bürgersicht, quasi Sie als Frau Staatsbürgerin mit Fokus auf Europa. Was würden Sie sich denn wünschen, wenn Sie denn könnten, wie Sie wollten? Also zum einen eins dieser Leuchtturmprojekte, das schon mehrfach erwähnt wurde, ist die elektronische Identität, ganz sicher. Das bringt uns einen zusätzlichen Schritt voran. Was ich aber ganz klar so als Vision mir wünschen würde, wäre diese Art der digitalen Souveränität, die ich auch angesprochen habe. Das heißt, dass man Eigentum über seine Daten auch in irgendeiner Form hat, denn wir reden auch immer, die Daten sind das neue Gold oder das neue Erdöl, aber solange wir es nicht selber nutzen können, sprich die Daten bewirtschaften können, ist das auch schwer dann umzusetzen. Deswegen, also dieser große Themenkomplex mit der Datensouveränität für Europa, das geht nur in einem gemeinsamen Europa, ist sicherlich eins, das im Zentrum steht für mich. Und als Bürger, ich bin auch Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern, muss ich sagen, fand ich das toll, wie nach dem zweiten Lockdown die Schulen funktioniert haben. Das war wirklich ein ganz, wie soll man sagen, ein Quick Win, ein bisschen da rauszuziehen. Und das ist sicherlich diese digitalen Skills, die vorangetrieben werden müssen, damit man wirklich auch da niemanden zurücklässt und jeder digitalisierungsfit ist. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank an das gesamte Podium. Ich glaube, oder ich hoffe, unsere Zuschauer und Zuschauerinnen haben ein Gefühl dafür, eine Ahnung davon bekommen, wie groß die Herausforderung ist, vor der wir stehen, dass wir aber durchaus Mittel und Instrumente in den Händen haben, die Sachen anzugehen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Diese Prognose wage ich als gelernter Österreicher, obwohl Vorarlberger, zu machen. Vielen herzlichen Dank. Danke für die kurzweilige, angeregte, fachkundige Diskussion. Herzlichen Dank. Ich wünsche allen Zuschauern und Zuschauerinnen eine erholsame Mittagspause und gebe jetzt zurück an den Organisator dieser Konferenz, Agenda Europa 2035. Beste Grüße aus der Wiener Zeitung.